Herzlich willkommen zurück in Wiedenbrück in der dritten Liga beim SC. Guten Morgen. Hallo. Gestern, wer aufgepasst hat, hat gesehen, der Gerry hat nochmal Mist gebaut. Wir gucken uns erst die Topspiele an. Frankfurt gegen Heidenheim, Saarbrücken, Sonnenhof und Ahlen gegen Münster. Da geht einiges. Hier Erster gegen Siebter, Zweiter gegen Vierter und Fünfter gegen Sechster. Und wir gegen Duisburg, die haben keine gute Saison. Deshalb könnte es sein, dass wir da Möglichkeiten haben werden zu gewinnen. Ja, gestern habe ich beim Aufnehmen irgendwie, ich weiß nicht, wie es passiert ist, irgendwie eine komische Auflösung gehabt und auch hier die Bilder weggehabt und alles. Also gestern war ein komischer Tag zum Aufnehmen. Diesmal geht es wieder ein bisschen besser, glaube ich, das Gefühl. Tim Wörle haben wir noch im Moment aktiv als Wechsel Dingen da. Und dann gucken wir erstmal noch kurz in die Kommentare rein. Und zwar habt ihr geschrieben, zum Beispiel dieser Max hat gesagt, wir hätten beim Tillmann vielleicht nochmal gucken sollen, ob wir da nicht, haben wir den nicht hier drin gehabt? Ne, haben wir nicht. Verhandlungsstatus, Transferhistorie, hier irgendwo. Tillmann, der war uns nämlich sehr teuer im Gehalt und da hat aber der Kollege Max, dieser Max hat gesagt, er will vielleicht die 10% Kaufs-Dings-Prämie da reinpacken und dann haben wir vielleicht weniger Gehalt, deutlich weniger. Gucken wir uns an, wenn Wörle wechseln sollte, da müssen wir vor allen Dingen auch zügig handeln, weil eigentlich können wir nicht Fröde und Wörle verkaufen. Ein bisschen knapp hier mit dem Transferfenster. Der zweite Kommentar, oder einige Kommentare, hat noch der FIFA Brothers geschrieben. Und zwar hat der zum Beispiel geschrieben, dass er gerne einen Jugendspieler hätte, nämlich einen Torwart. Wir haben eigentlich nur einen freien Torwart noch. Und deshalb nehmen wir einfach ihn hier. Er hat gesagt, er hieße Florian Meyer. Guck mal, passt sogar. Muss ich gucken. Muss ich nur ein A austauschen. Geil. Und er hieß FIFA Brothers. Ja, wenn du mir ein Bild zukommen lässt, Gary Blue Mug, zusammengeschrieben @web.de, dann hast du auch ein Bild von dir. Ansonsten packe ich da einfach eins rein. Muss ich nur kurz abfotografieren. Aus dem Archiv mäßig. Und ja, da kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Dann gab es gestern. Ah ne, einen Kommentar vergesse ich noch. Der ist nicht unter dem aktuellen Video. Der Christian hat irgendwo drunter geschrieben, bei irgendeiner Folge mit DFB-Pokal, dass es ihm bekannt vorkommt, dass Mannheim in der Qualifikation irgendwo rausfliegt. In der Relegation, genau, doch. Ja. So, jetzt können wir noch wichtige Sachen außerhalb besprechen, die nicht mit dem Spielstand hier zu tun haben, aber uns betreffen könnten. Und zwar hat gestern, gab es wieder die wie heißt es denn hier? Die Lizenzvergabe. Die Lizenzvergabe, genau. Und zwar ist es da so, dass EA wieder die volle Dings bekommen hat hier. Die komplette Lizenz für ihr FIFA. Aber, und das ist jetzt auch wichtig für uns, die Lizenz für Managerspiele, die wurde auch an Konami und Sega vergeben in Deutschland von der DFL. Das heißt, der Sega-Manager ist demnächst auch ganz easy peasy. Ich meine, er ist jetzt auch zu erreichen und zu bekommen. Aber man muss sich ein bisschen anstrengen, um daran zu kommen. Siehe Krauer und Kollegen. Und ab nächster Saison dürfte es so sein, dass das einfach ganz locker easy peasy bei Steam zu bekommen ist. Vom Sega, der Manager. Da bin ich gespannt und er auch auf Deutsch vertrieben werden darf, ohne Community-Patch, sondern direkt von der Firma. Und auch Konami hat auch die Rechte bekommen, Manager, Fußball-Manager-Spiele zu vertreiben. Das Interessante ist jetzt bei Konami, dass die ja zum Beispiel PES halt haben, ne? Und PES auch auf der Mobile-Version schon so ein Manager-Ding hat. Also da ist schon Grundlage gelegt im Prinzip. Und was ich noch viel interessanter finde, ist, dass die momentanen Rechte der Anstoßreihe, wer sie noch kennt, bei Konami liegt. Vielleicht wird da auch nochmal was aufgegriffen. Ich weiß es nicht. Spannende Sache auf jeden Fall für die Fußballmanager-Spieler. Bin gespannt, wie es dann mit dem EA-Fußballmanager weiterläuft und mit fmzocker.de.
gerade richtig, richtig interessant auf jeden Fall. So, hier schaffen wir mindestens ein Remis. Und wir gehen sofort drauf und wir sind stärker und wir haben eine bessere Ausgangslage in der Tabelle. Und deshalb gehe ich davon aus, dass wir jetzt hier gewinnen. Und das zeigen wir auch mit der ersten Großchance in der 7. Minute. Pavel, da Franco und Zahn doppelpassen sich da. Und dann steht da Franco frei. Ja, und macht einfach hier mit Schmackes das Ding rein. 1-0. Bam. Da zeigen wir doch direkt, dass wir hier oben weiter mit um den Aufstieg spielen wollen. Konterchance für Wiedenbrück. Benedikt Zahn läuft alleine auf Fleisch zu, schießt. Aber Fleisch ist da mit seinen Fleischfingern und fischt den Ball gerade noch da so weg. Sebastian Fleisch. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, gutes Passspiel von Duisburg. Dann kommt Özcan an den Ball, aber Dausch holt ihn den Ball vom Fuß. Wir lassen jetzt offensichtlich Duisburg etwas mehr ins Spiel kommen. Wiegel, aber Weke boxt den Ball sonst wohin und Jordan Harvey musste ja erstmal den Kopf wegziehen, sonst hätte er die Faust im Gesicht gehabt. Ja, nochmal voller Angriff und da laufen wir auch schon. Ecke von rechts, Tommy bringt die rein, sagt Franco, will den da am kurzen Pfosten verlängern, aber Thomas Hagen... Mit dem lässt er es nicht sich machen, ne? Er holt den Ball da erst. Franco ist aber direkt nochmal am Start. Schießt mal aus 15 Metern und da streicht er über die Latte. Und auch Tim Wörle versucht es mal und schießt am langen Pfosten vorbei. Vincent Schwab ist übrigens unser Schiri und Zuschauer mal 4700. Ja, super. Oh, Lamin Javo hat ein Tor gemacht angeblich. Der Assistent sagte, der Ball war nicht in dem Tor und war richtig so. Gut. Martin Dausch mit der Konterchance. Wenige Zentimeter vorbei. Ah, ein zweites Tor wäre schon wünschenswert. Marcel Schlosser jetzt nochmal. Auf der linken Seite wird er steil geschickt. Dann liegt er rüber zu Zahn, aber Poggenborg ist da. Ecke. Tommy zu kurz. Mal wieder. Kein Problem für Blomeyer. Noch eine Ecke. Wieder von Tommy. Logischerweise kommt hoch herein, aber Fleisch hatte. Da Duisburg hier mit 700er Stärke guckt da unten rum. Auf Platz 16 jetzt. Ist keine gute Saison für die Jungs hier. Schlosser, Zahn mit dem Kopfball. Fleisch ist da. Aber war abseits, war eh abseits. Also doppelt kein Tor. Özcan kann da Wörle nur mit einem taktischen Foul stoppen. Und es gibt eine interessante und gefährliche Freistoßentfernung. Den wird sich der Dausch da jetzt nehmen. Versucht es mit einem Freistoß aus 25 Metern, schießt aber übers Tor. Die Zebras, ja, zeigen hier nicht so viel im Moment. Es sind eher hier die Löwen aus Wiedenbrück am Start. Tommy, Schuss aus 20 Metern deutlich vorbei. Ja. Nochmal Zahn auf Wörle, der schießt, trifft den Ball aber nicht richtig, also auch kein Problem. Wir haben lauter so Kleinchancen, aber es macht ja nichts, solange wir die Chancen haben. Wörle und Benedikt lassen die Zebras da jetzt schlecht aussehen. In der Mitte kommt Safranco aber nicht mehr zum Kopfball. Kurz vor Tore, Schluss, vor Halbzeit ist nochmal die Zebra-Riege am Start. Wiegel auf Javo. Ja, dann nimmt er den Ball da an und per Vollspann knapp neben ans Tor. Uiuiui, aber wir doch mal im Gegenzug. Zahn jetzt hat sich davon gestohlen. Tommy spielt in den Ball klasse in den Lauf. Zahn zurück auf Safranco, der muss nur noch einschieben, verzieht aber kläglich. Mann. Safranco, sowas lässt dir normal nicht geben, also nehmen. Was macht der denn da? Drei hochkarätige Chancen, immerhin eins Tor rausgesprungen. Das sieht schon sehr gut aus und es geht eigentlich auch nur noch hier um den Sieg, meiner Meinung nach. Können wir hier mal ein bisschen loben? Loben, loben. So, okay. Ohne Wechsel gehen wir in die zweite Hälfte rein. Da ist Dausch da mit einem Ball in die Spitze, aber kein Mensch ist dafür da, um den anzunehmen. Weil der viel zu weit war. Jetzt haben wir wieder eine Situation, die gefährlich werden könnte. Dausch legt sich den Ball zurecht, läuft an, genau auf den Mann. Also Freistöße, ich glaube, wir haben noch nicht ein Freistoßtor gemacht.
Haben wir jemanden, den wir jetzt hier bringen können? Wir können mal Suchus bringen, unseren neuen. Erste Mal hier im Spiel quasi. Safranco läuft in Position, versucht mit einem Gewaltschuss aus der Distanz, aber da wird der Ball abgelenkt zur Ecke, der Tommy reinbringen wird. Kongborg macht direkt nochmal eine Ecke, indem er sich den Ball selbst gegen den Kopf schießt. Das kennt man auch zu Genüge. Und dann geht's hier nochmal los. Tommy. Tolles Luftduell da zwischen Safranco und Hagen, aber Hagen ist da deutlich früher am Ball. Kann den Ball da wegköpfen. So. Wie sieht's hier aus? Duisburg ist nicht mehr viel zu sehen. Wienburg hat jetzt hier die Kontrolle. Ich hätte aber gerne mal jetzt Action da vorne noch. Oh, Dausch wurde der Wechsel noch nicht beziehen. Der Gute. Riedel hat eine 1. Können wir Harvey auch nochmal auswechseln? Eigentlich. Seiner 3 da. Und Gehring können wir auch mal rausbringen. So. Andreas Herzog ist, glaube ich, der Trainer hier bei Duisburg. Ah, Herzog? Könnte sein. Könnte sein. Also, Dausch kam von hier. Und jetzt sind die Fans sauer auf ihn. Hartl schlägt den Freistoß. Auf dem Elferpunkt. Weke verlässt die Linie und hat den Ball im Nachpass. Immerhin. Gucken wir mal. Verwirrung im Strafraum Duisburg. Keiner schlägt den Ball weg. Zahn nimmt sich die Kugel. Aber dann ist Fleisch zur Stelle. Ich glaube, da geht auch nie einer rein bei so einer Aktion. Auch noch nie gehabt. Konzentration jetzt die letzten 10 Minuten laufen. Oh, und irgendeine Aktion gibt es hier. Faires Verhalten von Wienbrück. Hartl ist da am Boden und Dausch. Ehemalige Duisburger spielt den Ball dann aus erstmal. Alles klar. Macht man auch so. Finde ich korrekt. Oh, oh, 88. Minute. Hartl auf Javo, der verzieht aber um Gottes Willen. Puh, da hat er aber jetzt hier gerade fast die Hose nass. 60 Sekunden gibt es noch. Schlusspfiff. Ein 1-0-Sieg. Gerade so hier über die Zeit gerettet. Aber alles gut. Ist in Ordnung. Nehmen wir mit. Was sollen wir auch sonst tun, ne? Saarbrücken gewinnt gegen Sonnenhof 3-0. Und dadurch ist Sonnenhof nicht mehr Erster, sondern der FSV Frankfurt. Und für uns ist es natürlich super, wenn oben verloren wird. Und Frankfurt nur unentschieden gespielt hat. Das heißt, wir haben aufgeholt jetzt hier an Punkten an dem Spieltag. Super. Frankfurt hat nämlich 2-2 gegen Heidenheim gespielt. Aue gewinnt 2-0 gegen Chemnitz. Osnabrück 1-0 gegen Mainz. Stuttgart 1-1 gegen Bremen. Aalen 1-3 gegen Preußen Münster, Zwickau 1-2 gegen Sandhausen, Leipzig 1-0 gegen Wolfsburg und Kiel 0-2 gegen Jahn Regensburg. Ja, hier einiges los auf jeden Fall. Die Leipziger haben endlich nochmal gewonnen. Jetzt so langsam kämpfen die sich sogar hier unten raus. Aber die sind auch alle schlecht hier unten drin, ey. Also hier bis 17, die vier Mannschaften sind echt übelst schlecht. So. Elf des Tages, der Tommy ist da, der Riedel ist da und der Schlosser ist da. Ja, super. Und der Womki Tasombo ist auch da. Beste Spieler, Pascal Köpke, hat einen Bude gemacht. Ja, vielleicht wäre es besser gewesen, den zu holen. Ja, ist so halt, ne? Kann man sich halt auch nicht aussuchen, dass dann auf einmal da sich jemand verletzt noch. Mensch, Mensch, Mensch. Lehrstunde für Mainz. Und ja, die Renovierungsarbeiten, die können wir nämlich jetzt mal hier machen. Wir haben noch Geld über im Bausystem. Und dann können wir alles mal renovieren, was renoviert werden muss. Das dauert ja immer nur ganz kurz. Ja, die Siegprämie von 4000 Euro haben wir bekommen. Riskante Ansprache, Mannschaft der Woche und die Verletzungen. Wo ich das gerade sehe, könnten wir ja auch nochmal nachfragen. Bei 1 und 1 und Geld bitten. Oh, wir kriegen mal Geld hier. 16.000. Hätte ich vielleicht nur vorher gucken sollen, wo rein wir die packen.
und teilen wir die einfach ganz fair auf wir drei Sachen. So. Okidoki. Oh, 9 Uhr haben wir erst. Das ist doch schön. Da liegt der ganze Tag noch vor einem. Wir gucken in die Weg. Timo Horn wechselt zum FC Barcelona von ohne Verein. Was ist denn da los gewesen? Konnten sich die Kölner das Gehalt nicht mehr leisten, bestimmt. Zum FC Barcelona, ja. Alter Schwede. Halbes Jahr war er ohne Verein hier. Köln konnte sich das nicht mehr leisten. Wer spielt denn jetzt bei Köln da im Tor? Natürlich bitter, ne? So ein Spieler dann ohne... Ach, der Nyland. Mhm. Ohne Transfererlös quasi abgeben zu müssen. Aber so ist das hier beim Fußballmanager schon mal. Kevin De Bruyne wechselt für 60 Millionen fast von Man City nach Arsenal. Das ist auf jeden Fall auch ein krasser Wechsel. Mai, mai, mai. Trainerkarussell, mal kurz reingucken, gibt es nichts Neues. Ne? So, Wörle hier. Tja, Jungs, da würde ich sagen, die sind hier echt uns entgegengekommen. 310.000, 60.000 mehr als er wert ist. Ist für uns viel Geld, nehmen wir an. Und dann müssen wir aber auch sofort gucken, ob wir mit dem Tillmann dann nochmal ins Gespräch gehen. Irgendjemanden brauchen wir auf jeden Fall, dann im OM-Bereich. Und zwar, gucken wir jetzt mal hier. Transfermarkt, hier Blickfeld. OM. So, wir haben da ein Kalmar, ein Vintage. Den fände ich auch interessant, muss ich sagen. Der da aus... fände ich echt interessant, muss ich sagen. Timothy Tillmann. Fangen wir da einfach nochmal an? Weiß ich nicht. 550.000... Haben aber nur noch 142.000. Und müssen wir mal schauen, ob hier was ginge. Mattia Vintage. 180.000 könnten wir den haben. Der ist 180.000 wert. Ja, dann machen wir das doch. Wechselt der? Kommt der für 180.000? Und er setzt einfach unseren Jungen. Ja, machen wir einfach. Das wäre doch ein guter Wechsel für uns. Wo wir echt finanziell und sportlich wahrscheinlich einen Gewinn machen. Wir sagen jetzt einfach mal alle hier neuen Leuten Verantwortung übernehmen. Was, keine Zukunft, kann ich dem Grauer sagen. Nein, natürlich hast du Zukunft. Flessers, wie geht's dir eigentlich? Beke, deine Mannschaftsführung ist klasse. Röde, der ist ja verletzt. Trainiert sensationell. Safranco, du hast gut trainiert. Riedel, großes Lob. Hier, allen können wir was sagen. Manni, der ist jetzt auch bei uns langsam, nämlich auch auf dem Abstellgleis. Deshalb ist gut, dass wir da jetzt jemand anderen auf dem OM-Bereich holen. Höpler. Auch gut trainiert. Und dann gehen wir noch in die... Ach, dann habe ich keinen mehr für die zweite. Dann nicht mit der zweiten reden. So. Wir gucken uns das hier auf jeden Fall mal an. Ich habe das Gefühl, aus dem kann auch richtig was werden. Torprämie? Nee, kriegst du nicht 4.000. Besten Gewissen nicht. So. Das ist doch schon mal hier ein leeres Angebot. Viel zu niedrig ist es ihm. Und dann kriegst du aber auch hier ein paar andere Sachen nicht. Oder zumindest weniger. Viel zu niedrig. Also. Sehr fair. Oder fair und viel zu niedrig. Ja, machen wir es einfach mal so. 165.000 Stammspieler bist du aber nett. Hier ab und zu mal spielen, sag ich einfach mal. So.
Vertragsverhandlungen vom Wörle sind aber gescheitert. Macht und nichts, für das Geld nehmen wir auch hier so einen Jungen mit. Und er nimmt die 18, ja. Webseite. Kaufangebot für Flessers nehmen wir an. Erstmal. Hauptsponsor übernimmt auch noch die Hälfte vom... Aha, da kommen sie uns mal entgegen, hier 1 und 1. Super. 50% des Grundgehaltes werden von 1 und 1 übernommen. Nico Born, ja, den können wir auch aus dem Blickfeld mal rausschmeißen hier. 59. Da weg. Den ja mal. Nelson Oliveira haben wir jetzt auf 68 herausgefunden. Dann werden wir jetzt noch versuchen, in der letzten Woche den Money einfach loszuwerden. Der hat bei uns hier jetzt keine Chance mehr eigentlich. Ja, der ist 120.000 wert. Wollen wir mal gucken, ob wir den für 100.000 losbekommen. Gut im Bundesliga. Ich interessiere. Dritte Liga. Niemand interessiert hier. Doch, hier. Zack. Haben wir jemanden gefunden. Super. Weil der ist, sitzt uns jetzt eigentlich nur auf der Tasche. Zuschlag geht nach Wiedenbrück. Genau. Matthias Fintic unterschreibt. Und er hier. 32. Die bieten mehr als er wert ist. Und zwar 10.000 mehr als er wert ist. Dann würde ich sagen... Unterschreiben wir da auch mal. Fröde, kommen sie nochmal mit einem Angebot. Ist auch noch angeschlagen. Da müssen wir jetzt schauen. Hätten wir noch Dausch, aber wir hätten ja dann auch hier mit, finde ich, man könnte auch mit zwei OM spielen, beziehungsweise Wörle auf den ZM runterziehen, wenn Wörle gehen sollte. Aber die müssen sich ja auch erstmal einigen und das ist jetzt hier kurz... Vor Transferschluss, das gibt meistens eh nichts mehr. So, seht ihr? Zack. Ja, also Robert Flessers und Quadwo sind dann gewechselt. Quadwo für 100.000 und Flessers für 32.000. Fröde. So. Der wird uns hier für Wientjens. Wientjens wollen sie auch haben, aber Wientjens will ich eigentlich nicht loswerden. Röde will ich auch mindestens 360 haben jetzt hier. 50.000 mehr als er wert ist. S-Wein wird uns angeboten für 60.000. Oh, jetzt haben wir Fröde verkauft. Gucken wir doch mal nach dem S-Wein. Einfach mal hier so. Komm, den holen wir uns jetzt einfach noch. Ja, aber sein Ding ist hier nicht akzeptabel. Aber es ist, weiß ich, warum? Gucken wir mal. Der hier so. Hochlaufprämie, komm. Torprämie kriegst du auch gerne. 500 Euro. Entweder nimmst du an oder nicht jetzt. Machen wir einfach mal. Da. Dann lehnt er halt ab. So, ja, wir haben Fröde verkauft. Alles klar. Bisschen schwierig finde ich immer, dass man von hier aus jetzt keine Angebote selber machen kann. Oh, was haben wir noch hier? Um Gottes Willen, jetzt wird hier richtig, geht's hier richtig rund. Aber die anderen Spieler brauchen wir jetzt alle. Also Riedel werden wir hier nicht verkaufen. Mal alles hier hochstellen und auch den Mackie nicht mehr. Brauchen wir jetzt alle. Cool wäre, wenn uns noch einer angeboten werden würde. Aber außer S-Wein kam da nix. Oh. So, die letzte Zeit hier noch schnell machen. Einige Wechsel noch gegeben, die gucken wir uns danach an. Wenn dieses Fenster kommt. Julian Weigel ist hier der teuerste Spieler in der Bundesliga. So, Frödel. Frödel haben wir verkauft. Kommt in letzter Sekunde. 360.000. Meinker über Personalpolitik verärgert. Das ist schlecht.
aber nachvollziehbar. Felix Götze ist der Top-Transfer von Bayern nach Sonnenhof Groß-Asbach. Bei Özcan und dann hier Firat Sucuk von uns. Manche Spielerbilder werden nicht angezeigt. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe eigentlich alles wieder gemacht, wie es vorher war. Naja, gegen Bremen geht's in der nächsten Folge. Auswärts. Und das müssten wir eigentlich schaffen. Top-Spiele gucken wir uns wie immer dann an. Und jetzt gucken wir erstmal noch die Mails hier an. Malasch, ja, Transfer mal geschlossen, Scouting abgeschlossen. Und Mainka hat gesagt, hier kann nicht sein, dass wir ihn da gehen lassen. So. Heißt, wir haben aber auch wieder 420.000. Und könnten uns in der nächsten Saison vielleicht auch nochmal um jemanden kümmern, der uns richtig weiterhilft. Ich wäre ja immer noch hier für so ein neben Subotic. Auch wenn der schon alt ist. Aber die Gehälter kann man halt auch nicht zahlen in keiner Weise. Das ist halt das Schlimme. DM wird jetzt wieder gesucht bei uns auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal in der nächsten Folge direkt hier, wie es mit zwei OMs läuft. Oh, guck mal, er kann auch ZM spielen. Das ist ja klasse. Dann machen wir das doch so. ZM und OM. Und Sucuk kommt mal rein. Dann haben wir hier die jungen, neuen Leute, alle eigentlich am Spielen. Und vielleicht könnte auch... ja, Merki oder Höbler nochmal spielen. Muss ich mir mal überlegen. IV haben wir jetzt überhaupt gar keinen mehr. Aber in der zweiten Mannschaft noch Leute da, die da vielleicht reinwachsen können. Und zwar den Alt unter den Ippi. Denke, da ist noch was machbar. Aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Wir haben wieder gewechselt. Transferperiode ist jetzt erstmal vorbei. Aber die Frau hat bald Geburtstag. Schnell noch hier so ein Geschenk geben. Und dann werden wir jetzt hier auch schon wieder Schluss machen. Macht's gut, meine Freunde. Senkrechtstarter sich gerade, rechte Seite hier noch grauer, plus 6 in dieser Saison. Klasse. Richtig gut. Echte Karriere überspeichern, natürlich. Und dann sagen wir, bis dann, meine Freunde. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Ciao.